Mein nächstes Thema passt sehr gut in die Karwoche, finde ich. Es wird ein bisschen ernster, aber auch wenn das Thema vielleicht ernster wird, es wird mindestens genauso spannend. Die meisten Menschen mit Nahtoderfahrung erzählen ähnliche Erlebnisse. Einen Tunnel mit hellem Licht am Ende. Oft gibt es Begegnungen mit Verwandten, bis die Bilder abreißen. Dank der modernen Medizin überleben immer mehr Menschen eine lebensbedrohliche Situation. Vermutlich gibt es in Deutschland über 10.000 Menschen mit solchen übersinnlichen Erfahrungen, die der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgeben. Und mit diesen Rätseln wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Dazu habe ich eingeladen Professor Markolf Niemz. Herzlich willkommen, bitte sehr. Haben Sie einen Rasen zu Hause? Habe ich auch zu Hause, ja. Haben Sie eben gestaunt? Ja, also das mit den 3 Metern, das würde ich gerne mal ausprobieren an Ostern. Und wie oft wird Ihrer gemäht? Im Schnitt alle 2 Wochen machen wir. Aha, da haben Sie ja noch ein bisschen was nachzuholen. Herr Professor Niemz, erzählen Sie unseren Zuschauern, die Sie nicht kennen, wo Sie forschen, wo Sie hingehören und was Sie normalerweise tun. Ja, ich leite an der Universität Heidelberg ein Institut für Medizintechnik. Und wir untersuchen insbesondere Anwendungen von ultrakurzen Laserpulsen in der Medizin. Das sind also sehr, sehr kurze Lichtpulse, die kürzesten, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Das erklärt schon mal, warum ich mich besonders auch für das Licht interessiere. Das wird später mal noch in meiner Theorie eine große Rolle spielen, da werden wir nachher drüber sprechen. Und wir entwickeln Geräte, Überwachungsgeräte, die insbesondere auf Intensivstationen eingesetzt werden, also auch bei Menschen, deren Leben auf der Kippe steht. Und Sie entwickeln Geräte, die dem Zahnarzt helfen, vor allen Dingen dem Patienten, denn Sie haben da eine Methode entwickelt, die bei der Kariesbehandlung nicht mehr wehtut. Ja, das hängt jetzt mit diesen ultrakurzen Lichtpulsen zusammen. Diese Pulse sind so kurz in ihrer Pulsdauer, dass die Wärme, die normalerweise die Schmerzen hervorruft im Zahn, dass die keine Chance mehr hat, in den Zahn einzudringen. Und wir erwarten, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren auch hier ein Durchbruch erfolgen wird. Denn bis heute hängt die Zahnheilkunde deutlich hinterher, was Laseranwendungen angeht, im Vergleich zum Beispiel zur Augenheilkunde. Ich möchte meinen Zuschauern noch sagen, dass Sie ein hochdekorierter Wissenschaftler sind. Sie haben den Karl-Freudenberg-Preis gekriegt, viele andere Auszeichnungen. Das heißt, Sie gehören glücklicherweise zu den Wissenschaftlern, die nicht ins Ausland abgewandert sind, sondern hier bei uns geblieben sind. Und nun haben Sie eine ganz besondere Theorie aufgestellt, die eigentlich überhaupt nichts mit der Arbeit, mit ihrer täglichen Arbeit zu tun hat, außer dass das Licht sie inspirierte und vor allen Dingen die Lichtgeschwindigkeit. Meine Damen und Herren, Professor Niemz hat ein Buch geschrieben. Es heißt Luzi mit C, mit Lichtgeschwindigkeit ins Jenseits. Kurz ausgedrückt versucht er hier den Bogen zwischen der Theologie und der Wissenschaft zu schaffen. Das heißt, er schließt nicht aus, sondern wenn ich sein Buch richtig verstanden habe, setzt er sogar voraus, dass es tatsächlich ein Leben nach dem Tod gibt, dass wir mit Lichtgeschwindigkeit in dieses Leben hineingelangen. Und das sagt nicht ein Spinner oder ein Esoteriker oder ein Dichter, sondern das sagt ein Physiker, ein hoch anerkannter Wissenschaftler. So, das ist jetzt mal die Überraschung und alle sagen sich, wie geht das denn? Und da ziehen wir jetzt mal die Erfahrung der sogenannten Nahtoderfahrung herbei. Viele Menschen haben so etwas gemacht. Sie können uns vielleicht ganz kurz erklären, was ist Nahtoderfahrung im Gesamten? Gut, Nahtoderfahrung, auch als Sterbeerfahrung bezeichnet, wird bei Menschen beobachtet, die dem Tod sehr nahe gekommen sind, sei es durch einen Unfall, sei es durch einen Herzinfarkt, das sind 2 typische Beispiele. Und die Statistiken zeigen, dass ungefähr 20% der Menschen, die dem Tod sehr nahe gekommen sind, außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben während dieser Zeit, wo sie klinisch tot waren. Das heißt, sie beobachten sich plötzlich oberhalb ihres Körpers, sie können die Szene um sich herum beobachten, sie können auch entfernte Dinge wahrnehmen, die eigentlich nicht in dem Raum selber stattfinden. Und es gibt einige Erklärungsversuche hierzu. Es gibt natürlich auch Kritik oder beziehungsweise Ansätze, dass man sagt, das sind Dinge, die man erklären kann durch zum Beispiel Halluzinationen. Es gibt aber auch Studien, die besagen, dass zum Beispiel der Sauerstoffmangel dass man das ausschließen kann für diese Effekte, weil man unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen wirklich diese Menschen ja beobachtet hat. Die hatten keinen Sauerstoffmangel, das ist in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften auch dokumentiert worden.
Das heißt zum Beispiel, der Sauerstoffmangel kann ausgeschlossen werden für solche Fälle. Also es gibt tausende von Fällen weltweit in allen Nationen, in allen Bevölkerungsgruppen, ja, bei allen Farben. Und bei den meisten ist diese Schilderung sehr ähnlich, obwohl ja, ja. Der eine von ja. dem anderen nichts gewusst ja. haben konnte. Das macht die Sache für mich auch, denke ich, sehr glaubwürdig. Wenn man, also es ist nicht nur hier in Deutschland, in westlichen Industrieländern, sondern wir finden das eben auch kulturübergreifend im Christentum, wir finden es im Islam, wir finden es im Judentum, Buddhismus, Hinduismus, wir finden es sogar bei ungläubigen Menschen. Und immer wieder ein ganz zentrales Element in diesen Nahtoderfahrungen ist dieses Tunnelerlebnis. Das finden wir also in fast allen Berichten. Also die meisten sagen, es kommt ihnen vor, als wenn sie in einem Tunnel wären, ja. immer schneller werden, ja. am Ende sehen sie ein Licht und das Licht wird immer heller, immer genau. heller, immer heller. Das ist also zunächst mal ist alles schwarz, muss man sich so vorstellen, dann kommt so ein ganz kleiner Lichtpunkt, da steuern diese Menschen drauf zu, dieser Punkt wird größer, wird heller und schließlich tauchen sie ganz in dieses Licht ein. Und Sie sagten gerade schon, dass viele Menschen sagen wirklich, dass sie sehr schnell durch diesen Tunnel durchrauschen. Ich habe sogar einen Bericht gelesen, da hat ein Nichtphysiker wörtlich geschrieben, er sei mit Lichtgeschwindigkeit durch diesen Tunnel durchgerauscht. Und das war einer der Anlässe für mich. Also wenn ich vielleicht kurz da ausholen darf, im Mai letzten Jahres war in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Artikel erschienen, wo simuliert wurde, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen würden, wenn wir fast mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könnten. Und zwar diese Untersuchungen wurden gemacht am Institut für Theoretische Astrophysik der Universität Tübingen. Und da sind auch Bilder dabei gewesen. Ich habe dann diese Arbeitsgruppe kontaktiert, habe mir weitere Bilder berechnen lassen, speziell auch für dieses Buch. Und da zeigt sich genau das Gleiche. Da, also bei einer sehr kleinen Geschwindigkeit, wenn man diesen sogenannten Searchlight-Effekt berücksichtigt, der Searchlight-Effekt auf Deutsch übersetzt, Scheinwerfer. Der Scheinwerfer-Effekt, da ist zunächst erstmal alles dunkel. Und wenn dann allmählich die Person, die jetzt fliegt, sich beschleunigt, immer schneller wird, dann taucht auch so ein kleiner Lichtpunkt auf, der größer wird, der heller wird. Und bei fast Lichtgeschwindigkeit tauchen diese Personen in dieses Licht ein. Nun, diese Tübinger Arbeitsgruppe hat das alles wirklich physikalisch ganz korrekt simuliert. Aber als ich diese Bilder gesehen hatte, das war also für mich ganz spontan dieser Gedanke, nee, im Grunde, das ist doch genau das, was die Leute schildern, die diese Nahtoderfahrung gemacht haben. Und dann kam auch noch hinzu, dass es eben genau dann auftritt, wenn man sehr schnell ist, wenn man sich sehr schnell bewegt, eben fast mit Lichtgeschwindigkeit. Was natürlich etwas ist, was wir als Menschen, als Materie, behaftete Menschen, nicht erreichen können, die Lichtgeschwindigkeit. Das Sie erklären das hier sehr gut. Sie erklären überhaupt, was Lichtgeschwindigkeit ist, an einem wunderbaren Beispiel. Vielleicht können Sie uns drei Sätze dazu noch sagen. Viele denken immer an diese 300.000 Kilometer. Es ist nicht ja. ganz so viel, aber das ist auch nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Richtig, 300.000 Kilometer pro Sekunde. Gut, ich glaube, der Zahlenwert an sich ist... kann man jetzt darüber diskutieren. Ich meine, man kann sich zum Beispiel vorstellen, 7,5 Mal um die Erde schafft das Licht in einer Sekunde. Aber es ist, wir Menschen sind einfach begrenzt. Der Space Shuttle ist eigentlich das Maximum, was wir erreichen können an Geschwindigkeit. Das ist dann ungefähr 28.000 Stundenkilometer. Und da ist noch eine riesige Lücke bis zu dem eigentlichen Wert der Lichtgeschwindigkeit. Und physikalisch kann man zeigen, dass alles, was irgendeine Masse hat, niemals Lichtgeschwindigkeit erreichen kann, weil diese Masse unendlich schwer werden würde. Das ist einer meiner Indizien auch in meinem Buch. Je schneller etwas wird, umso schwerer wird es. Das heißt, als Menschen können wir das nicht erreichen, aber meine These ist ja, dass unsere Seele masselos ist und für eine massenlose Seele ist es in der Tat möglich, in meinen Augen, diese Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Also Sie sagen, um das mal nicht als Wissenschaftler auszudrücken, sondern so, dass ich es auch verstehe, wenn wir unsere Masse behalten würden oder wenn Masse noch vorhanden würden, hätten wir überhaupt gar keine Chance, mit einer Seele in eine andere Welt einzutauchen. Unsere Seele muss masselos sein. Wenn sie das ist, dann kommt sie aber mithilfe der Lichtgeschwindigkeit genau in die Situation, allgegenwärtig und omnipräsent zu sein. Das ist also wirklich das Schöne an dieser Theorie, dass so viele Dinge plötzlich zusammenkommen und dann fügt sich alles wie ein Puzzle in meinen Augen. Also wir hatten jetzt gerade diesen Searchlight-Effekt schon besprochen, das heißt dieses Tunnelerlebnis. Da würde ich vielleicht gerne ein kleines Gedankenexperiment mit Ihnen machen, was diese Zeit angeht, die dann erlebt wird. Und zwar stellen wir uns doch mal vor, Herr Elsner, Sie sitzen jetzt nicht hier in diesem wunderschönen E-Werk in Baden-Baden, sondern Sie befinden sich irgendwo im Weltraum. Und stellen wir uns außerdem mal vor, Sie hätten die Möglichkeit, auf einem Lichtstrahl zu reiten. Also Sie hüpfen auf ein Lichtteilchen drauf, auf ein Photon, wie wir Physiker sagen, und würden damit jetzt zur Erde fliegen, zu mir hier, wo ich hier in Baden-Baden sitze. Und Sie hätten jetzt die Aufgabe, mir zu demonstrieren, wie die Zeit in Ihrem System weiterläuft. Sie tragen eine Armbanduhr, sehe ich gerade. Das heißt, Sie könnten doch zum Beispiel jede Sekunde ein Funksignal zu mir zur Erde schicken.
Also und piep, 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 immer jede Sekunde. Piep, ja. Und ich könnte dann anhand dieser Funksignale rekonstruieren, wie die Zeit in Ihrem System weitergelaufen ist. Allein die Abfolge dieser Funksignale. Wenn man sich das aber jetzt genau überlegt, dann funktioniert das so nicht. Denn eine unserer Annahmen war ja, dass sie mit Lichtgeschwindigkeit fliegen. Und das ist also, seit Albert Einstein wissen wir das, die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit, mit der irgendetwas transportiert werden kann. Das heißt, auch ihre Funksignale können letztendlich nicht schneller transportiert werden als die Lichtgeschwindigkeit. Und wenn man sich das jetzt genau überlegt, bedeutet das doch, dass sie das Lichtteilchen, auf dem sie drauf sitzen, und alle ihre Funksignale mit der gleichen Geschwindigkeit zur Erde fliegen. Ja, Funksignale werden mit, wie Fernsehwellen oder Radiowellen, auch mit Lichtgeschwindigkeit transportiert. Das heißt, alle ihre Funksignale kommen gleichzeitig bei mir auf der Erdoberfläche an, zusammen mit ihnen und mit ihrem Photon. Ich kann also nur den Schluss ziehen letztendlich, dass zwischen ihren Funksignalen gar keine Zeit vergangen ist. Ja, weil die Signale kommen alle gleichzeitig bei mir an. Ich komme also zu dem Schluss, im Grunde, solange sie sich mit Lichtgeschwindigkeit reisen, bleibt die Zeit stehen in ihrem System. Sie befinden sich also von mir aus der Erde aus betrachtet in einem Zustand der Ewigkeit, wenn ich das mal so theologisch bezeichnen darf. Und jetzt sind wir mitten bei der Relativitätstheorie. Ja. Ohne Einstein hätten Sie das alles gar nicht so errechnen können und ohne viele physikalische Experimente. Ja. Wobei das ist auch, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist eigentlich bekannt. Das ist also jetzt auch nicht irgendwie eine neue Erkenntnis, sondern jeder Physikstudent, jede Physikstudentin lernt das in ihrem Studium. Für ein Photon, für ein Lichtteilchen vergeht keine Zeit. Das ist also physikalisch bewiesen, möchte man mal so sagen. Oder das ist eine Grundaussage. Ja. Und weil Sie vorhin angesprochen hatten, diese Omnipräsenz oder diese Allgegenwart, das ist, was wir jetzt gerade über die Zeit besprochen haben, das gilt auch für den Raum. So wie die Zeit aufhört zu existieren, kann man sich bei Lichtteilchen auch überlegen, ein Lichtteilchen entlang seines Weges, den es zurücklegt, für das Lichtteilchen sind alle diese Orte, an denen es da mal verweilt hat, an dem gleichen Ort, nämlich an seinem eigenen Ort. Diese eine Raumdimension, die schrumpft praktisch zusammen, gibt es den Begriff der Längenkontraktion in der Relativitätstheorie, schrumpfen auf einen Punkt mehr oder weniger zusammen. Jetzt kommt der Punkt, wo ich einfach mal eingreifen muss, aus dem einfachen Grund, wenn wir das jetzt uns richtig anhören, sitzen wir jetzt 3 Stunden hier. Es ist so spannend, Sie hören, man kann hier ein Streichholz oder eine Stecknadel fallen hören. Aber ich möchte, wie gesagt, Ihr Buch empfehlen, Luzi mit C, da steht das alles drin. Man kapiert es auch, wenn man langsam liest. Und jetzt habe ich noch eine Frage an Sie. Was sagen denn Ihre Wissenschaftskollegen dazu? Werden Sie angegriffen oder gibt es da immer mehr, die sagen, der Bursche könnte recht haben? Und zunächst muss man natürlich ganz klar sagen, was ich hier darstelle in meinem Buch, entspricht keineswegs dem Mainstream in den Naturwissenschaften. Von daher ist verständlich, dass die meisten Kollegen eher verhalten reagieren. Es ist sogar so, dass zum Beispiel dieses Beispiel mit diesem Tunnelerlebnis als ein Zufallsergebnis jetzt interpretiert wird, dass es zufällig genau das ist, was auch bei den Simulationen mit diesem Searchlight-Effekt herauskommt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Zufall, das ist sicher legitim, jeder kann das ja für sich so entscheiden. Nur für mich stellt sich die Situation anders dar. Ich denke eben, das ist ein Zufall, mag sein, aber dass wir außerdem dann noch, wenn die Seele, wenn wir mal davon ausgehen, dass meine Theorie stimmt, dass die Seele auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird, dass wir dann außerdem noch in den Zustand der Ewigkeit hineingeraten und außerdem die Omnipräsenz für diese Seele erreichen, das sind mir dann irgendwo zu viele Zufälle auf einmal. Ja, da kann ich dann nicht mehr dran glauben. Auch als Physiker oder Naturwissenschaftler kommt dann irgendwo die Frage der Wahrscheinlichkeit ins Spiel. Und wenn sehr viele Zufälle auf einmal auftreten, dann wandelt sich für mich das Adjektiv zufällig in ein Adjektiv glaubwürdig. Sind Sie sehr fromm? Ich bin gläubig, ja, ich bin Christ und ich glaube an Gott. Ich glaube auch das, was ich hier geschrieben habe. Ich stehe voll dahinter. Aber ich kann es sehr gut auch verstehen, wenn jemand, der Naturwissenschaftler ist, gewisse Probleme zunächst mal damit hat. Das müssen Sie einfach verstehen. In den Naturwissenschaften ist es ganz wichtig, eine These muss entweder verifizierbar sein oder falsifizierbar. Entweder muss man sie irgendwie nachweisen können oder man muss sie widerlegen können. Aber ich gehe in meinem Buch darüber hinaus. Ich möchte nicht nur rein naturwissenschaftlich argumentieren. Ich stelle in diesem Buch auch keinen naturwissenschaftlichen Beweis für das Jenseits her. Bei Glaubensfragen haben Sie immer dieses Problem, dass Sie irgendwann etwas annehmen müssen. Es gibt aber eine andere Methode in der Philosophie, wie man Erkenntnisse gewinnen kann, und das ist die axiomatische Methode. Und ich habe halt diese Grundannahme, diese Hypothese, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird die Seele. Das kann ich nicht beweisen. Das ist ein Axiom, das ist unbeweisbar, aber ich kann daraus meine Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ja in der Wissenschaft üblich. Das ich meine, dann, Einstein konnte am Anfang auch nichts beweisen. Ja. In der Zwischenzeit ist fast alles bewiesen worden. Sie glauben daran, an ein Leben nach dem Tod für die Seele. Das ist richtig. Also wir hauen dann alle mit 300.000 Stundenkilometern ab
ist. Es wird hell und wir werden glücklich. Gut, ich in deinem Buch, also das ist auch mir für mich ganz wichtig, ich beschreibe nicht, wie das Jenseits aussieht, darüber weiß ich nichts, darüber kann keiner eine Aussage treffen. Bei mir geht es in dem Buch wirklich nur um den Übergang von diesem Diesseits in das Jenseits. Wie könnte der vollzogen werden? Und da spricht sehr vieles für mich, für diese These. Herr Professor Niems, ich bin ganz sicher, dass heute Abend lange diskutiert wird über das, was Sie sagen, dass viele dieses Buch lesen werden und vielleicht können wir uns ja mal in ein, zwei Jahren nochmal treffen. Vielleicht haben Sie ja dann noch ein paar neue Erkenntnisse. Würde mich sehr freuen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Dankeschön.